Hallo zusammen, das heutige Video kommt nicht aus dem Wald. Es soll sich nämlich mit dem Anfang von neuem zukünftigen Wald beschäftigen. Viele Menschen haben die letzten 3 Jahre, beginnend so ab 2017, 2018, als erschreckend empfunden im Hinblick auf den Wald. Man sieht immer mehr Waldflächen, die absterben, immer mehr Bäume, denen es nicht so gut geht, die nicht so vital erscheinen. Überwiegend muss man dazu sagen, sind es in der Regel sehr stark bewirtschaftete Wälder oder sehr naturferne Plantagen, die es in den letzten 3 Jahren getroffen hat. Trotzdem hat ein Umdenken bei vielen angefangen und viele Menschen möchten auch dem Wald ein Stück weit helfen, indem sie zum Beispiel neuen Wald entstehen lassen, ja, oder einfach mal die Initialzündung geben für neuen Wald. Aus diesem Grund erreichen uns in letzter Zeit sehr, sehr viele Nachrichten von Menschen, die sich überlegen, ja, was kann ich eigentlich tun? Wie kann ich neuen Wald entstehen lassen? Geht das einfach so, dass ich Bäume irgendwo hinpflanze und dann wird da daraus Wald? Und was es da zu berücksichtigen gibt oder welche Tipps wir euch da geben können, das möchte ich euch heute erzählen. Wenn man aus einer bisherigen Nicht-Waldfläche, wie zum Beispiel einem Acker oder einer Wiese, einen Wald machen möchte, das ist erstmal, muss man dazu sagen, ein rechtlicher Schritt, dann wird das Ganze als Erstaufforstung bezeichnet. Es gibt natürlich auch Aufforstungsprojekte im Wald. Zur Sinnhaftigkeit von verschiedenen Aufforstungsprojekten haben wir auch eine Checkliste erstellt, die findet ihr bei uns auf der Homepage. Jetzt geht es aber erstmal um die Erstaufforstung. Das Wichtigste für eine Erstaufforstung ist, dass man erstmal ein geeignetes Stück Land hat. Und dazu muss man wissen, entweder ist man in der glücklichen Situation, dass man schon Acker oder Wiese oder dergleichen besitzt. Ansonsten muss man solche Grundstücke erstmal kaufen. Und leider ist in den letzten Jahren nicht nur der Immobilienmarkt an Häusern oder Wohnungen in Deutschland stark umkämpft, sondern auch der Immobilienmarkt in der Landwirtschaft. Also diese Flächen, die ihr hier seht, die werden zunehmend teurer, da immer mehr Menschen darauf zugreifen möchten. Und das spiegelt sich natürlich am Preis wider. Wenn man jetzt allerdings einen Acker hat oder eine Wiese, dann kann man diese aufforsten. Aber das geht auch nicht einfach so, dass man ein paar Bäume kauft und die dann hier anfängt zu pflanzen, sondern wenn man daraus Wald machen möchte, dann braucht man eine sogenannte Erstaufforstungsgenehmigung. Und die bekommt ihr bei eurem zuständigen Forstamt. In der Regel ist es das Forstamt, das die Zuständigkeit hat für diese Erstaufforstungsanträge und das prüft dann, ob irgendwas dagegen spricht. Ja, die müssen sich auch mit anderen Behörden oder Interessensvertretern abstimmen. Dazu gehört zum Beispiel die Naturschutzbehörde oder landwirtschaftliche Vertreter, genauso wie Betreiber von Versorgungseinrichtungen, wie zum Beispiel Gasleitungen, Stromtrassen und so weiter. Denn ganz so einfach ist es natürlich in Deutschland nicht, wie man sich vorstellen kann. Auf so einer Fläche können nämlich zum Beispiel noch andere Interessen liegen, wie etwa eine Einflugschneise für einen Flughafen zum Beispiel. Ja, und das sieht man auf den ersten Blick vielleicht nicht, wenn man da dran vorbeiläuft. Das würde dann die Behörde überprüfen. Das dauert in der Regel auch einige Monate, bis man dann Bescheid bekommt, ob man diese Erstaufforstungsgenehmigung erhält. Wenn ihr die habt, wunderbar, alles gut gelaufen, dann sind da in der Regel auch ein paar Anforderungen dran geknüpft. Die können besagen, wie die Fläche aussehen soll, also wie die zu bepflanzen ist, mit welchen Bäumen und in welchem Zeitraum vor allem. Also normalerweise sind es so etwa 5 Jahre, dann muss die Fläche erst aufgeforstet sein, ansonsten wird die Genehmigung wieder entzogen und dann müsste man wieder von vorne anfangen mit dem ganzen Prozedere. Sobald ihr jetzt überlegt, eine Förderung zu beantragen, weil ihr müsst euch vorstellen, das kostet natürlich schon ein Stück weit Geld. Also so ein paar Bäume, man geht da nicht einfach in eine Gärtnerei und bestellt da 5 Bäume, sondern in der Regel sind das Forstbäume aus Baumschulen, speziellen Baumschulen. Die werden in der Regel etwas kleiner bestellt, sind dann auch günstiger, aber die Menge macht's. Da kommen nämlich mal auf so einen Hektar, das heißt auf 10.000 Quadratmeter Fläche, kommen da schon mal bis zu 5.000 Bäume, das heißt 5.000 mal der Einkaufspreis, da kommt schon einiges zusammen. Und dann muss man eventuell noch den Boden vorbereiten oder man muss die
kleinen Bäume vor dem Verbiss von Rehen und Hirschen schützen, indem man zum Beispiel einen Zaun baut. Das läppert sich, also das wird dann unter Umständen schon teuer und dann kann sowas schon mal schnell 10.000 Euro kosten. Allerdings kann man dafür Förderung beantragen, weil viele Bundesländer wollen das auch, dass immer mehr Leute sich überlegen, was mache ich mit meiner Fläche und möchten sogar hin und wieder, dass Acker in Wald umgewandelt wird. Deswegen gibt es dafür Förderungen. Und sobald man aber diese beantragt, muss man noch mehr berücksichtigen, weil es Auflagen gibt. Zum Beispiel muss die Erstaufforstung sich nah an der natürlichen Vegetation bewegen, das heißt an der natürlichen Waldvegetation, die dort wachsen würde, wenn der Mensch nicht schon lange diese Landschaft verändert oder den Wald gerodet hätte. Das heißt, sowas, was wir hier sehen, diese frühere Weihnachtsbaumkultur aus Fichten, das ist in der Regel als Erstaufforstung nicht mehr möglich, wenn man dafür Förderung beantragen möchte. Und das ist auch absolut richtig. Denn was mit den Fichtenwäldern bzw. Fichtenplantagen häufig passiert, das haben wir alle in den letzten 3 Jahren ganz, ganz deutlich erlebt. Aus meiner Sicht sind es hauptsächlich idealistische Gründe, die Menschen dazu bewegen, Acker in Wald umzuwandeln. Denn man muss sagen, wirtschaftlich ist das in der Regel nicht. So eine Ackerfläche ist nämlich deutlich teurer als hinterher der Wald. Allerdings ist es häufig einfacher, Acker in Wald umzuwandeln, als jetzt zum Beispiel Grünflächen, weil auf Grünflächen, wie zum Beispiel Dauergrünland, noch mehr naturschutzfachliche Auflagen liegen oder es entsprechende Förderprogramme von der Regierung gibt, solche Grünflächen zu erhalten. Das hat mittlerweile haben das auch viele Bundesländer erkannt und bieten sogar Ertragsausgleichsprämien für Leute, die sich entschließen, Acker in Wald umzuwandeln. Da einfach mal informieren, da kann euch auch das zuständige Forstamt Auskunft darüber geben. Spätestens, wenn ihr die Erstaufforstungsgenehmigung in der Tasche habt, solltet ihr euch Gedanken übers Pflanzen machen. Also welche Bäume werden hier auf die Wiese oder den Acker gepflanzt? Und dazu raten wir den Leuten, sich die Natur mal genauer anzuschauen. Wie macht es die Natur? Weil auch auf natürliche Weise kann Wald entstehen. Da muss man nicht aktiv Bäume pflanzen. Wenn man eine Wiese hat und aufhört, diese zu mähen, dann kommen nach einigen Jahren ganz von alleine Bäume. In der Regel sind das ganz spezielle Bäume, die sogenannten Pionierbaumarten, wie zum Beispiel Birken, Weiden oder Pappeln. Das sind nämlich alles Bäume, die kommen mit diesem Freiflächenklima gut zurecht und die würden auch hier auf dem Acker wachsen. Übrigens als kleine Information am Rande, auch wenn auf einer Wiese ganz von alleine Bäume kommen, dann sind dafür in der Regel Erstaufforstungsgenehmigungen erforderlich. Ja, so einfach ist das leider nicht. Aber man kann eben auch aus Baumschulen solche Bäume kaufen, wie zum Beispiel Birken, und dann in einem lockeren Verband hier auf dem Acker pflanzen und das Ganze vielleicht dann schon mit anderen Laubbäumen mischen, die bei euch natürlicherweise vorkommen würden. Bäume, die nicht so gut mit dieser freien Fläche zurechtkommen, die sollten erstmal vielleicht etwas weniger Anteil haben oder etwas später dann gepflanzt werden. Zum Beispiel, wenn die Birken dann schon ein schützendes Kronendach ausgebildet haben, dann kann man wunderbar, wenn es eben an den Ort und Stelle passt, auch Buchen drunter pflanzen. Informationen über die natürliche Waldgesellschaft, Bäume, die bei euch von Natur aus wachsen würden, bekommt ihr zum Beispiel bei eurem zuständigen Forstamt oder aber auch im Internet bei der Naturwaldakademie. Die Naturwaldakademie mit Sitz in Lübeck hat vor einigen Jahren eine Waldumbaukarte für Deutschland herausgebracht. Dabei könnt ihr sehen, was vor eurer Haustür quasi für Wälder wachsen würden. Und da sind auch entsprechende Baumarten hinterlegt. An denen könnt ihr euch auf jeden Fall schon ganz grob orientieren.
Auch gesunder Wald wird es in den nächsten Jahren nicht einfach haben, im Zuge des Klimawandels weiterhin gesund und vital zu bleiben. Und deswegen finde ich es persönlich besonders erfreulich, dass immer mehr Menschen, aber auch Unternehmen sich einsetzen für Erstaufforstungen hier in Deutschland. Und das zeigt auf jeden Fall das Bewusstsein für unsere Umwelt, aber auch die Langfristigkeit in unserem Handeln.